Ja, Freunde der Nacht, es ist soweit. 30.000. Ich danke euch. Es ist natürlich nur auf euch, dass ihr mir vertraut, dass ihr mir folgt und es ist einfach großartig. Und vielen Dank für eure Begleitung die letzten, wie lange ist das jetzt? 7 Jahre. Glaube ich schon. Und ja, ging noch erstaunlich schnell, die letzten 10.000. Und ja, ich freue mich total. Und dass wir es auch vor dem Buch jetzt noch geschafft haben, was bald rauskommt. Neue Dimension der Liebe ist übrigens auch schon vorbestellbar. Und ja, also nochmal 1000 Dank, dass ihr dabei seid und mich begleitet hier. Und dass ihr mitmacht, dass ich so einen tollen Job haben kann. Ne? Und wirklich, ich habe eigentlich wirklich einen Traumjob, ne? Also nicht jeden Tag und nicht jeden Moment, aber es ist einfach wunderschön, dass ich so meinen Lebensunterhalt verdienen kann und wie ich das jetzt gerade kann. Und freue mich sehr. Und ja, nächstes Ziel ist ja, mal früher habe ich immer gedacht, mein Gott, ich weiß noch, da hatte ich mal irgendjemand geguckt, irgendein Dating-Coach, der hatte so 12.000. Dachte ich mir, oh, da müsste es mal hinkommen, das wäre cool. Und dann hat man 30.000 und dann, ja, wie das dann so ist, dann guckt man natürlich, was machen die anderen, was gibt es noch für Möglichkeiten auf YouTube, und werden die Ziele natürlich größer, ne? Und ja, also jetzt nehmen wir natürlich erstmal die 50.000 ins Visier und perspektivisch will ich auch nochmal so einen YouTube-Play-Button haben, auf jeden Fall. Das wären dann die 100.000. Und mal gucken, manchmal geht es ja auch schnell, aber ich werde mich auf jeden Fall immer fokussieren auf guten Content und alles andere ergibt sich dann schon von selber. Und ja, keine Ahnung, in irgendwelchen, weiß ich nicht, manchmal wachsen Kanäle ja schneller, wenn man so super edgy ist und weiß ich nicht, sich ständig streitet mit anderen oder so, aber das wollen wir hier ja nicht machen. Wir wollen ja hier bei unseren Richtung 5D-Energien bleiben, raus aus 3D und genau. So, dann gucken wir doch mal ganz kurz rein, wie alles angefangen hat. 2015, Heidewitzka. Aber nur ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Oh, ah. Eieieiei. Sehe schon anders aus irgendwie, oder? Oh Mann. Okay, reicht. Aber heute hatte ich mir ja echt coole Fragen gestellt und es sind echt witzige Fragen dabei. Und ich sag mal gleich, nein, ich habe mir die Fragen nicht ausgedacht. Die sind wirklich so gestellt worden. Und ich werde die jetzt einfach ganz stur beantworten. Gucken wir mal, ob ich da noch ein bisschen mehr Licht mache. Ah, nein, wir lassen das mal so. Ja, gut. Jetzt hat sich mir die auf Instagram und YouTube geschickt. Und wir fangen einfach mal an, genau. So. Also, eine Zuschauerin fragt, würde mich interessieren, ob du selbst zu Depressionen neigst? Wenn ja, was hilft dir dabei? Nee, würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Also ich bin schon jemand, der so auch mal, ja, Gott gibt ja genug Gründe im Leben, sag ich mal, der nicht mal so eine etwas gedämpfte Stimmung haben kann oder so ein bisschen, auch mal so ein, weiß ich nicht, wie soll man sagen, ein bisschen negative Emotionalität haben kann, auch über einen gewissen Zeitraum oder ein bisschen angepiekst oder ein bisschen, keine Ahnung, oder mich Ängste kennt zum Beispiel. Also ich kann eher sagen, ja, ich habe auch so gewisse Ängste, weil wir ja schon ein paar Mal gesagt, Flugangst ist bei mir, weiß gar nicht warum, extrem ausgeprägt, das ist echt eine Quälerei für mich. Und ja, auch so andere Sachen, ne? Was ich, keine Angst, keine Ahnung, älter werden finde ich blödes Thema, aber so richtig depressiv
Nee, klar hatte wie jeder mal so Tage im Leben, wo man dachte, oh, 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 jetzt müssen wir aber aufpassen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so vom Temperament her jemand bin, der jetzt permanent gute Laune hat, aber ist auch so in Respekt vor den Leuten, die wirklich Depressionen haben. Ich kann mir schon vorstellen, wie schlimm das ist, aber so, dass ich mal jetzt eine Woche nicht aus dem Bett rausgekommen wäre oder, keine Ahnung, so total antriebsarm oder noch schlimmere Sachen. Nee, kann ich jetzt nicht behaupten. Aber was mir so bezüglich Stimmung hilft, ist auf jeden Fall Rhythmus. Ja, auch wenn man Homeoffice hat, immer einfach hier stur jeden Tag seinen Job machen. Sport, Bewegung, nicht toxische Menschen. Also meine dunkelsten Momente hatte ich auf jeden Fall in toxischen Beziehungen. Also das, abgesehen jetzt von sehr schwierigen Sachen in meiner Kindheit, aber saßen wir jetzt mal außen vor, hat das eigentlich, wenn es mir mal richtig schlecht gegangen ist, eigentlich bis auf ein, zwei andere Geschichten, aber letzten Endes hat es eigentlich mal mit toxischen Beziehungen zu tun. Also da, man könnte mal meinen, kann doch nicht sein, dass Christian auch solche Storys erzählt, erlebt hat, wie er sie hier vorliest. Leute, ich kann euch sagen, hab ich. Und es wäre wirklich eine der, kann man glaube ich wirklich sagen, eine der echt krasseren Storys, die, wenn ich meine Sachen mal wirklich vorlesen würde, aber mache ich natürlich nicht. Ne? Gut, nächste Frage. Was ist für dich der größte Beweis für ein Leben nach dem Tod, beziehungsweise dass das Leben sinnhaft ist? Ist auch eine gute Frage. Also erstmal grundsätzlich glaube ich, wir müssen uns damit abfinden, dass wir so eine absolute Sicherheit nicht haben. Also du kannst aus zwei Sichtweisen aufs Leben gucken und die sind bis hierhin und heute, muss man sagen, ist es schwierig, eine davon komplett abzutun. Und die eine Sichtweise ist, das ist einfach alles kompletter Irrsinn hier, kompletter Zufall, irgendwelche Quantenfluktuationen und die sich hier ausspielen und wir sind allein in diesem Universum und es ist einfach, und irgendwann sterben wir und dann war es das und ist eigentlich alles komplett sinnlos. Also muss man ganz ehrlich sagen, wenn man mal gerade jetzt auch so morgens manchmal in die Nachrichten guckt, was man natürlich nicht machen sollte, ja, kann man, also denk mal manchmal echt, das weiß nicht, manchmal denke ich echt, Menschheit hätte es auch echt verdient unterzugehen, weil es ist einfach dieses so ätzend, dieses aufeinander rumgehacke und aber gut, wir wollen ja positiv bleiben. Das ist die andere Seite. Auf der anderen Seite kannst du alles, dazu neige ich natürlich mehr, alles sinnvoll sehen, nichts ist Zufall, alles dient uns, dient es uns, dass wir es genießen können, oder entweder dient es uns, dass es uns einen großen Schritt weiterbringen kann, weil wir wachsen dürfen, wachsen manchmal eben auch durch Schmerzen und was weiß ich, in dieser Sicht ist auch die Erde ein einziges Wunder, weil hier so viele Emotionen möglich sind, weil hier Dualität erleben kann, weil man hier Trennung erfahren kann. Ja, aber gut, es gibt, aber ich habe tatsächlich von der Forschung gehört, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich das gerade finde, die wirklich eine richtige Forschung, die mit Medien arbeitet, die Kontakt aufnehmen zu Leuten, also zu Verstorbenen und das aus so einer bisschen wissenschaftlichen Weise und da von diesen Medien Informationen holen und dann rauskriegen, ob diese Informationen stimmen. Ne? Und natürlich auch Sachen, ist ja klar, die man nicht hätte wissen können. Und jetzt ist natürlich, ich muss das wahrscheinlich mal später reinschneiden oder ich schreibe es unten drunter. Das war jetzt ein ganz bestimmter Typ, der das macht. Es war aber schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, muss ich hier unter das Video schreiben, wenn ich das finde. Falls ich es nicht finden sollte, vielleicht hat es jemand gelesen, kannst du hier nochmal dran tickern.
Das andere, ob man das jetzt als Beweis sieht oder nicht, sind natürlich diese NATO-Erfahrungen, die finde ich ja super faszinierend und ja, also die sind ja auch so einheitlich und so krass. Also das finde ich schon auch einen starken Hinweis, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Aber tatsächlich würde ich mir manchmal auch wünschen, dass man handfeste, manche haben das vielleicht, weiß ich nicht, oder sind dann so erleuchtet, dass sie da lockerer sind, aber manchmal würde man sich schon wünschen, dass man so handfestere Sachen erleben würde. Wobei ich jetzt nicht unbedingt eine NATO-Erfahrung haben wollte, beziehungsweise auch erleben würde, dass wir vielleicht nicht allein sind in diesem Universum. Ne? Das würde ich persönlich auch mega spannend finden. Ich glaube es allerdings nicht, dass wir allein sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, glaubst du, dass es Menschen gibt, die tatsächlich hellsichtig sind und Dinge sehen wie eine Aura? Ja, ich kann es nicht, aber ich kann Aura fühlen ein Stück weit. Aber sehen kann ich sie nicht, nee. Und sicherlich ist das so, muss man sich schon ein bisschen fragen, wie wissenschaftlich haltbar ist das? Also da fehlen mir jetzt die Informationen, könnt ihr gerne mal hier drunter schreiben als Kommentar, aber glauben tue ich schon, ja. Keine Frage, bin so, glaube ich, gespannt auf dein nächstes Buch. Ja, das könnt ihr auch, das wird richtig cool. Wie gesagt, ist schon vorbestellbar. Gibt es ein Ziel, was du bis zum Tod geschafft haben möchtest? Also ich habe tatsächlich, muss ich sagen, viele Sachen, die ich mir vorgenommen habe für dieses Leben, habe ich mir erfüllt. Also ob das jetzt ist, die Art, wie ich jetzt arbeite, Snowboarden, Tauchen, Kitesurfen, Reisen, und trotzdem gibt es eine Menge weiterer Wünsche, aber die sind jetzt nicht so 0-1, sag ich mal. Zum Beispiel beim Reisen habe ich zum Beispiel festgestellt, ich bin einfach gerne in Deutschland. Für mich wäre jetzt nichts, mich könnte es jetzt nicht ein Jahr alleine irgendwo digitaler Nomade da auf Bali, das könnte ich ja durchaus machen, aber wäre nichts für mich so. Aber klar gibt es natürlich, mein Gott, ich würde gerne noch Backcountry fahren, lernen mit Snowboard, coole Snowboard-Tricks, aber das sind natürlich alles jetzt Sachen, also mir sind die schon wichtig, aber ja. Aber klar, so allgemein würde ich mir noch viel mehr Leichtigkeit wünschen und ja, nochmal einen neuen, lustigen Freundeskreis. Das hat natürlich alles enorm gelitten durch meine Entwicklung und Corona und so, das würde ich mir schon wünschen. Genau. Und viel Frieden auf jeden Fall. Gut. Schon mal an eine eigene TV-Dating-Show gedacht. Wo sind deine fucking Standards? Würde ich mega lustig finden. Super gerne. Also falls jemand zuschaut, ein Fernsehproducer, ich wäre dabei. Das ist tatsächlich so ein kleineres Ziel, was ich auch noch hätte, da irgendwie in irgendeiner Weise in Fernsehformaten mitzumachen. Ob jetzt vor der Kamera, hinter der Kamera, hätte ich total Lust zu, auf jeden Fall. Ja. Empfindest du Mitleid mit den Toxexen, da sie so sind, wie sie sind und du jetzt anders denkst? Boah, Gott, oh Gott, das ist echt eine schwierige Frage. Also man kann das immer auf zwei Ebenen sehen. Ich kann das auf so einer allgemeinen seelischen Ebene sehen. Da empfinde ich auf jeden Fall eine Menge Mitgefühl. Ich kann es auf einer so mehr menschlicheren Ebene sehen, da muss ich tatsächlich sagen, boah, ist auch noch, also Sachen, die jetzt wirklich richtig lange her sind, nicht, aber gibt es euch aus Sachen, die ich erlebt habe, wo ich auch noch eine Menge Ladung habe und denke, boah, die Ladung, klar, wo man so denkt, boah, das, ja, keine Ahnung, also da gibt es ja noch andere Emotionen außer Mitleid, sagen wir es mal so. und ich, also ich finde es auch falsch, also ich frage mich auch immer, was ist da so richtig, aber Stand heute würde ich auch sagen, ich finde es auch falsch, da überall immer so eine spirituelle Blumenwiese drauf zu streuen und nicht dazu zu stehen, dass man einfach auch echt abgefuckt ist von bestimmten Menschen, recht auch sauer ist und
Und auch denkt, boah, ey, diesen ganzen Schaden, den die angerichtet haben, den sollen die echt gefälligst auch mal wieder in Ordnung bringen und aufräumen und ja, mach jetzt menschliches Denken sein. Oder, aber manchmal bin ich da auch echt kleinkariert, muss ich sagen. Ich habe auch echt krasse Sachen erlebt und also gerade auch wenn man auf Social Media ist, das kommt ja auch noch dazu, da ich rede da ja nie drüber, aber was man da so manchmal sieht, auch hinter den Kulissen oder auch erlebt, das ist so out of order, also wirklich, das ist, da denkt man immer schon, boah, das, warum werden Leute nicht noch mehr zur Strecke gebracht, sag ich mal, und müssen die Konsequenzen, aber das denken ja alle die, glaube ich, mal in so Horror-Kontexten waren. Das ist vielleicht ein bisschen 3D-mäßig manchmal, aber merkst du, dass es auch wichtig ist, das auch zu fühlen. Und auf einer anderen Ebene habe ich aber definitiv Mitgefühl. Naja. Kannst du dir vorstellen, irgendwann im Ausland zu leben? Ja, schon, aber nicht alleine, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn das jetzt weiter so ist, dass hier in Europa eine Krise nach der anderen ist, könnte ich mir das gut vorstellen, grundsätzlich. Aber dann müssten irgendwie meine Liebsten schon mitkommen. Dann kann ich mir das durchaus absolut vorstellen. Oder wenn man dann weiß, man kommt dann in irgendeine Community, die cool ist, also jetzt nicht irgendwie so eine Corona-Leugner-Community auf keinen Fall, aber weiß ich nicht. Aber wohl, ich habe irgendwie wenig Illusionen, was Communities angeht. Also wahrscheinlich wäre mit den Liebsten, aber das können wir durchaus vorstellen. Irgendwie so ein, einfach so, wo man so ein bisschen ab vom Schuss ist und mit dem ganzen Kram nicht mehr so viel mitkriegt und so mitten in der Natur und ja, kann ich mir jetzt ziemlich gut vorstellen, jetzt wo wir drüber reden hier. Ja. Wo hast du deine schönste Snowboard-Erfahrung gemacht? Das war in Davos letztes Jahr und da war, ja, Corona-bedingt super wenig los. Das heißt, die hatten auch gar nicht alle Pisten präpariert und da gab es irgendwie einen halben Meter oder weiß ich nicht, irrsinnig viel Neuschnee, ich glaube einen halben Meter. Und ich hatte so einen coolen Snowboard-Lehrer da oder so einen Guide und dann sind wir volle Granate so in schwarze Pisten, wo noch überhaupt nicht präpariert waren, Tiefschnee ohne Ende und boah, der ganze Schnee so, so richtig geil, richtig geil, richtig geil. Ja, wer ist deiner Meinung nach der beste James Bond-Darsteller? Boah. Was haben wir denn alles für welche? Ja, ist echt. Also ich würde mal sagen, Sean Connery. Jetzt muss ich aber gleich sagen, wenn man Filme guckt mit Sean Connery, aus heutiger Sicht sind die einfach derart absurd und ja, unmodern, also dann denkt man schon, oh Gott, das kann man gar nicht mehr gucken irgendwie. Aber ich finde Sean Connery einfach als Typ total cool. Ich muss aber sagen, Daniel Craig ist da ganz nah dran, mega. Aber ich habe die einfach alle gerne geguckt, außer jetzt hier Lazenby und Dalton. Die kennt ja eh kaum jemand. Fand ich die anderen echt cool, auf jeden Fall. Ist einfach eine einfach super geile Serie. Aber die könnten auch gerne mal. Klar, es ist jetzt immer männliche Polarität, aber ich würde auch eine weibliche James Bond mal cool finden. Warum nicht? Es ist einfach dieses Konzept der Sendung, ist einfach total geil. So, warum bist du so oft snowboarden? Weil Spaß macht. Das ist meine Sicht vom nice geilen Leben. Und warum, kann ich euch nicht sagen. Für mich hat das fast religiöse Bedeutung, snowboarden zu gehen. Ich muss auch sagen, dieses Jahr, ich habe aber auch so viel, wahrscheinlich, ihr habt wahrscheinlich überhaupt keine Vorstellung, wie so ein Arbeitstag bei mir aussieht. Das ist ja auch völlig wurscht und uninteressant, aber ich habe so viel gearbeitet, auch so im Hintergrund, es gab da so viel, also es ist immer, wenn man so
Wachstumsstufen erklingt, was ja grundsätzlich gut ist, muss man sich im Hintergrund wieder um Sachen kümmern, die dieses Business eben ja stabilisieren und auf eine neue Stufe stellen. Das war teilweise irre anstrengend, was man da so alles machen musste. Und dieses Jahr habe ich wirklich das Gefühl, boah, ich brauche Zeit für mich. Muss ich zugeben, dieses Jahr Arbeitsmenge sehr reduziert, muss ich zugeben. Und habe mir wirklich vorgenommen, dieses Jahr nutze die Snowboard-Saison mal wirklich aus, bis zum geht nicht mehr. Ne? Und das ist wirklich, also bei Kitesurfen geht es mir ähnlich, oder auch Tauchen, in der Natur sein, diese Kräfte der Natur zu spüren, seine Kraft zu spüren, diese im Moment sein, mit der Natur, dann auch schön, weiß ich nicht, Schorle trinken danach, in der Sonne sitzen. Ich liebe das einfach. Und da, ja, aber Snowboarden ist für mich einfach, wie gesagt, es hat eine echt religiöse Bedeutung für mich. Kitesurfen ist erstmal, muss man immer, also ich mache ja nicht Urlaub auf Fehmarn jetzt oder so. Das heißt, man muss da immer hinfahren, dann ist kein Wind, dann ist, weiß ich nicht, dann ist es total voll, dann ist, keine Ahnung, da hatte ich eine Zeit lang, war ich auch völlig Kitesurf-addicted, aber dann ist es auch immer mehr Richtung Schnee gegangen, weiß nicht. Also es ist, ich würde wirklich sagen, für mich ist Winterurlaub in letzter Konsequenz eigentlich schöner als Sommerurlaub. Ne? Also deswegen, ich liebe den Winter, aber nur wegen Schneesport, ne? Muss ich ganz klar sagen. Also wegen mir kann es gerne kälter werden und die Winter viel krasser. Also ja, juckt mich nicht. Würde ich geil finden. Weil es gibt einfach, es war zwar dieses Jahr kalt, einigermaßen, aber viel zu wenig Niederschlag, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich. So, wenn dein Leben ein Film wäre, wer wäre der Antagonist? Ja, da will mir schon welche einfallen, aber ich hatte definitiv Antagonisten. Aber ja. Das ist eine gute Frage, ja. Aber wir wissen ja alle, dass das alles mit einem selber auch zu tun hat und dass es einfach nur Aschengel sind. Von daher belassen wir es mal dabei, was das Thema angeht. So, was haben wir denn noch? Welche Sternzeichen bist du? Widder? Wie viele Follower waren es, als ich im Sommer 2017 auf dich aufmerksam wurde? Ja, ich hatte ja so nach, ich glaube, wann habe ich denn angefangen? 2013, glaube ich, ne? Nee, 14, warte mal. Da habe ich ja mit 9 Leuten angefangen. Das vergisst man auch nicht so schnell. Und muss ich mal grad kurz gucken, wann ich meinen Kanal gegründet habe. 2015, ja. Ja, das kann ich dir ziemlich genau sagen. Da waren es 1000 Abonnenten ungefähr. Wie breit ist dein Bizepsumfang? Oh yeah. Genau. Okay. Ja, gut, ihr stellt Fragen, ja. Das wäre natürlich jetzt besser zu zweit, aber ich versuch's mal. So. Hier so ein Maßband. Ich hab leider keinen Zollstock, kein Maßband. Mann. Leute, ey. Was sind das für Fragen? Okay, gut. Es wird wieder Hate-Kommentare geben, aber das kann man ja mal machen zum... So, okay. Haben wir das? Jo. Okay. Oh Gott, das gibt wieder Hate, ey. Alter Verwalter. Kenne ich damit nicht aus? 34 cm? Kann das sein? Na, oh, das wird meine Hater wieder in die Ohnmacht treiben. Okay, gut. Was haben wir noch für Fragen?
Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Ah. Also wenn man jetzt so ganz frei denkt, dann wäre es, glaube ich, so keine Angst mehr zu haben vor irgendwas. Das würde ich, glaube ich, richtig geile Superkraft finden. Wenn man es mal wieder ein bisschen runterbricht auf normalere Dinge, sage ich mal, dann wäre es tatsächlich irgendwie so ein Snowboard-Profi zu sein und so diese krassen Backcountry-Sachen zu fahren mit Salto und ich weiß nicht was. Ich glaube, da würde ich so drauf abgehen, mit einem Motorschlitten. Also wenn jemand, wenn es die Leute gibt, die Zugang haben zu so Tiefschneestrecken im Winter, meldet euch gerne bei mir. Jetzt ist ja auch, wer weiß, was dies ja noch alles. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Saison. Aber gut, da merke ich auch, ich habe ja echt spät angefangen mit richtig Snowboarden und ist natürlich, die Lernkurve ist natürlich nicht so, wie man die jetzt mit 20 hätte. Also das hätte ich wirklich mal früher anfangen sollen. Ne? Naja, egal. So. Was hat dich damals motiviert anzufangen auf YouTube? Einfach der Erfolg von so einem amerikanischen Dating-Coach oder Life-Coach, mit dem ich gearbeitet habe und der einen stark wachsenden Kanal hatte in den USA und ja, und ich fand einfach die Art, wie der gearbeitet hat, super cool und überhaupt, wie der so drauf war und dieses Mindset, was der so hatte, ja. Was war dein Auslöser, dass du angefangen hast, dich mit Bewusstseinsarbeit auseinanderzusetzen? Ja, toxische Beziehungen, definitiv. Ich habe schon immer, ich habe ja auch so eine Körpertherapie-Ausbildung, weiß gar nicht, wie das heute so ist, aber früher war das, hatte das auch schon so eine große Schnittstelle zur Spiritualität. Und ich fand es damals noch völlig, so, weiß nicht, Aura-Massage und solche Sachen, völlig, aber irgendwie total, ich total fasziniert davon, weil das, da waren halt Leute, Ausbilder drin, gut, das war ja so in den 90ern. Heute wird man sich da jetzt nicht so drüber wundern, aber das war für die damalige Zeit, waren die einfach so krass esoterisch und die haben einfach so abgefahrene Sachen erzählt. Heute ist das viel normal, aber ich fand das damals so. Aber die hatten halt voll was drauf, ne? So, und das, also dieses Mischung von Spiritualität, aber auch richtig, dann auch richtig was drauf haben, so ganz praktisch. Das fand ich schon ziemlich geil. Ja. Gut, dann auch noch was vergessen hier. So. Ich habe ja immer wieder schnell gelöscht hier, ne? Auf Insta. Wow, ist das für eine Frage? Denkst du, dein Leben wäre genauso verlaufen, wenn du als Frau geboren worden wärst? Nee, bestimmt nicht. Kann mich auch, klar, wenn man so denkt, man reinkarniert, dann wird man sicherlich mal Frau, mal Mann gewesen sein. Ich kann mich da aber überhaupt nicht reinversetzen. Also ich fühle mich so geerdet in so einer männlichen Identität. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ne? Nicht, also ich meine, ich verehre Frauen, ich finde Frauen mega und fasziniert vom weiblichen Geschlecht auf jeden Fall. Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, selber eine Frau zu sein, gar nicht. Ja. Aber wäre bestimmt ganz anders verlaufen. Ja. Ja. Gut, ich meine, klar, man hätte jetzt die Arbeit, die ich jetzt mache, ich natürlich genauso machen können als Frau. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn mal Männer was dazu sagen. Ne? Ja. So. Was ist dein ganz persönliches tägliches Ritual? Ja, das ist schon zumindest kurzzeitige Meditation. Mach auch gern so Fantasie. Reisen, versuche mich zu connecten, habe da so meine Fantasiereise-Techniken, sag ich mal, die ich so gelernt habe.
Und ja, das finde ich ziemlich cool. Genau, also so persönliches Ritual. Gibt natürlich auch noch Beziehungsrituale oder so, aber das Persönliche, genau. Was geht dir bei deinem Beruf am meisten auf die Nerven? Ja, ich glaube, da war auch noch so eine andere Frage. Was triggert dich am meisten? Also, was mir am meisten auf die Nerven geht, ist tatsächlich, ja, gibt so einiges, ne? Diese ganze, das ist bei mir sehr wenig, sage ich gleich vorab, aber diese Hate-Kultur, überhaupt diese ganze Hate-Kultur im Internet, dass sich Leute verstecken hinter ihrem Account, wo sie meinen, sie werden dann nicht sichtbar und lassen ihren ganzen verfickten Frust auf die Welt raus und versuchen, einen irgendwo zu beleidigen und so. Also das finde ich schon echt super nervig. Also da gibt es so einiges, das finde ich nervig. Dann finde ich nervig, wenn ich mit Menschen arbeite und das ist eine ziemlich klare Situation und ich habe ganz klare Vorschläge, wo ich auch sehr sicher bin, wenn sie das machen würden, würde es ihnen besser gehen und sie machen das einfach nicht. Sie machen das einfach Wochen, Monate lang nicht. Denke ich immer, oh, das triggert mich immer ein bisschen an. Aber ist natürlich menschlich so. Und dann triggert mich an, muss ich einfach sagen, dass hier so viele Leute auf Social Media psychologische Ratschläge geben. Ich meine, ist klar, das ist Meinungsfreiheit und das ist ein freie Plattform hier im großen Teilen. Und aber auch sehr detaillierte Ratschläge und auch ein Business darauf aufbauen, ohne adäquate Ausbildung zu haben, das triggert mich tierisch an. Wenn man selber irgendwie, weiß ich nicht, 7 Jahre studiert hat, 5 Jahre Therapieausbildung gemacht hat, 20 Jahre Berufserfahrung hat das, und dann, ich habe selber irgendwie toxische Beziehungen, ich habe ein Buch gelesen und ich weiß jetzt alles und so, hier bin ich und fragt mich, ist es okay, wie gesagt, aber die Frage ist ja, was mich anträgert, das triggert mich tierisch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann triggert mich an, wenn Leute, gut, oft passiert es dann doch, aber wenn Leute einfach totalen Scheiß bauen und, aber das kennt ihr bestimmt, Lügen ohne Ende und Hetzen, Lügen, und nach vorne raus aber einen machen auf lieb und ich will ja nur helfen und dann sozusagen, dass nicht gesehen wird, wie so manche wirklich sind, was echt nur Ego ist, weiß ich, ist echt für den Arsch alles, ne? Aber das triggert, das, da muss ich noch dran arbeiten, das triggert mich manchmal so an, ey, das, aber gut, wie gesagt, ich habe echt einerseits selber echt krasse Sachen erlebt, aber da bin ich natürlich nicht alleine mit. Andererseits habe ich Einblicke hinter die Kulissen auf Social Media, wo man echt, man verliert wirklich den Glauben an die Menschheit, Leute. Ich sag's euch, das ist teilweise so schlimm, aber Gott, ich versuche mich ja immer nicht bewerten zu üben und denke immer, ja Gott, ist alles gut so, wie es ist und ist ja auch nicht mein Job, aber echt, das ist wirklich Sodom und Gomorra teilweise. Wirklich, es ist, naja, aber gut. Wollen wir ja nicht noch mehr Drama hier erzeugen. So, was war deine längste Beziehung? 16 Jahre. Dann, was bereust du am meisten? Ja, schon so manche Beziehungsentscheidungen in meinem Leben und ganz allgemein, dass ich mir mit in meinen 20er und 30er einfach nicht mehr Zeit gelassen habe, mal Sachen auszuprobieren und mehr Richtung Selbstliebe zu machen. Das bereue ich schon. Über welchen Trigger lachst du selbst am häufigsten beim Ertappen? Ja, dass mich manchmal Leute so aufregen, wenn sie selber so im Ego sind. Aber das ist ja eigentlich auch das eigene Ego, was ich dann aufrege. Da denke ich immer, mein Gott, was rege ich mich jetzt drüber auf? Das ist dann nicht mein Problem. Und ja, und es ist nicht meine Spielwiese, was hab ich damit zu tun, aber mich, wenn Leute so komplett im Ego sind, das riecht mich manchmal so auf, ey. Oh. Ja.
So, wie alt bist du? 27? Nein, 54. Ja, danke für eure tollen Fragen und unterstützt mich weiter, dass wir auch die nächsten Ziele erreichen. Freue mich immer über euer Feedback, über eure Fragen, das bringt mich immer total weiter, oder dass ihr mir auch sagt, was ihr braucht, was ihr euch wünscht oder coole Ideen habt, was wir mal wieder machen, was man mal neu machen könnte. Macht das bloß weiter und wir sehen uns bald wieder.